Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ja, heute darf ich euch mal wieder zu einem weiteren Solo Money Glitch begrüßen, bei dem ihr in kürzester Zeit mehrere Millionen GTA Dollar macht. Er ist wirklich heftig, ihr könnt nichts falsch machen, er ist sehr leicht. Und das Einzige, was ihr dafür braucht, ist das Casino. Solltet ihr zu wenig Geld haben für das Casino, dann guckt euch mein letztes Video an, macht den Glitch, Leute, und glitcht euch so viel Geld, bis ihr das Geld für das Casino zusammen habt. Dann kauft euch das Casino und dann guckt euch das Video weiterhin an und gönnt euch den heutigen Solo Money Glitch. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert auf jeden Fall diesen YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand in GTA Online zu sein. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Glitch weiterhelfen kann. Und in Zukunft kommen hier wirklich tägliche Uploads, 2 bis 3 Videos pro Tag. Manchmal nur 1, kommt immer darauf an. Aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer am Start, Leute. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Solo Money Glitch. Let's go! So, seid ihr jetzt im Casino und habt noch keine Spielsteine, dann müsst ihr euch jetzt erstmal zu eurem Kassierer begeben und dort Spielsteine einkaufen. In meinem Fall habe ich das jetzt nochmal gemacht, um es euch zu zeigen, und ich würde euch auch empfehlen, einmal für 50.000 Dollar 50.000 Spielsteine zu kaufen. Es ist auch wirklich egal, wie viele ihr kauft, aber ihr werdet im Endeffekt euer Geld eh vervielfachen. In meinem Fall hatte ich jetzt am Anfang schon 110.000 Spielsteine. Oh ja, aber im Endeffekt ist es halt egal, weil ihr euer Geld halt eh vervielfacht. Habt ihr jetzt die Spielsteine gekauft, dann geht ihr jetzt entweder in euer Penthouse oder, wenn ihr kein Penthouse habt, dann geht ihr einfach ins Casino und macht den Glitch dort. Denn dort geht er auch ganz einfach und sehr schnell. Wie gesagt, ihr könnt euer Geld nicht verlieren, ihr könnt es nur vervielfachen. Jetzt seid ihr im Penthouse angekommen, dann geht ihr jetzt einfach zu der Ecke, wo der Tisch steht. Und wenn bei euch standardgemäß Blackjack zu spielen ist, dann geht ihr aufs Interaktionsmenü Penthouse Management und macht da 3-Card-Poker rein. Wenn ihr das dann eingestellt habt, dann geht ihr einfach an den 3-Card-Poker-Tisch ran und spielt dort eine Runde. Und wir kommen auch nachher gleich zu dem Glitch, wie ihr kein Geld verliert, aber nur Geld gewinnt. Wer Blackjack wollte ich schon sagen. Wer 3-Card-Poker nicht kennt, ihr habt einen 3-Card-Poker halt, also Karten, 3 Stück, könnt Einsätze machen bis zu 50.000 und ja, wer die besseren Karten hat, gewinnt. Aber ihr, wie gesagt, ich mache gleich mit euch einen Glitch, womit ihr nicht verlieren könnt. Also ihr verliert bei diesem Glitch kein Geld, ihr macht nur Geld. Beim ersten Mal war es zum Glück so, dass ich es nicht gewonnen habe. Ihr seht jetzt im Endeffekt meine Karten. Ihr könnt auch immer riskieren, also immer wirklich den vollen Einsatz mitnehmen, meine lieben Freunde, denn ihr werdet nicht verlieren. Also ihr könnt riskieren, es ist komplett egal, immer maximalen Einsatz, egal was ihr für Karten habt, Leute, immer maximalen Einsatz, denn ihr könnt euer Geld nur vervielfachen und nicht verlieren. Ganz wichtig, egal wie ihr die Karten habt. In meinem Fall habe ich jetzt verloren. Was macht ihr jetzt? Ihr geht auf die PS-Taste und vom PS-Menü geht ihr dann in die Einstellungen, in die Netzwerkeinstellungen, und dort macht ihr bei dem Internet den Haken einmal raus und wieder rein. Wenn ihr das dann gemacht habt, den Haken einmal rausgemacht habt und wieder reingemacht habt, bekommt ihr einen Blackscreen und ihr müsst wieder in GTA 5 reingehen, in den Story-Modus. Von da aus, vom Story-Modus, geht ihr dann wieder in eine Einladungssitzung, dann spawnt ihr beim Casino, manchmal spawnt ihr auch im Penthouse, das ist immer unterschiedlich, ich bin einmal draußen gespawnt und einmal wieder im Penthouse und dann einfach wieder zum 3-Card-Poker, wenn da wieder Blackjack sein sollte, dann müsst ihr halt eben das wieder auswählen, also 3-Card-Poker, und damit verliert ihr halt keine Spielsteine, das werden wir gleich sehen. Wenn ihr halt das Netzwerk trennt, denn dort sind die ja nicht gespeichert, also verliert ihr halt keine Spielsteine und damit auch kein Geld. Und deshalb, Leute, immer maximalen Einsatz nehmen, denn ihr könnt nichts verlieren, ihr könnt nur gewinnen, und umso mehr Einsatz, umso mehr Gewinn. So, ich bin jetzt hier wieder in diesem Fall beim Casino gespawnt, gehe jetzt wieder in das Penthouse und von dort aus werde ich dann die nächste Runde 3-Card-Poker spielen. Hier einfach links rumrennen bis zu dem Tisch, wenn da wieder Blackjack sein sollte, einfach wieder in die Apartment bzw. Penthouse Management Einstellung 3-Card-Poker auswählen und dann könnt ihr euch an den Tisch setzen. Wie gesagt, immer voller Einsatz, und wenn ihr gewinnt, dann macht ihr viel Gewinn,
Und wenn ihr verliert, macht ihr halt eben gar keinen Verlust. So, ich habe in diesem Fall jetzt richtig heftig Profit gemacht. Ihr seht jetzt, Leute, ich mache wirklich den komplett maximalen Einsatz, beziehungsweise gar nicht. Ich habe nur 3000 auf den Joker gelegt. Also okay, doch nicht, wollte ich schon gerade sagen. Aber in dem Fall immer maximalen Einsatz nehmen. Aber wenn ihr jetzt auf meine Karten guckt, Leute, oh mein Gott, ich habe einfach drei Könige. Und ja, wenn ihr das habt, Leute, habt ihr eh den kompletten Gewinn. Also da einfach voller Einsatz, Leute. Und jetzt werdet ihr sehen, ich hatte 110.000. Und jetzt, Leute, wenn ich diese Runde gewinnen werde, was ich tun werde, seht ihr, ich habe 500.000 Münzen bzw. Spielsteine in einigen Sekunden. Und Leute, mit diesem Glitch macht ihr wirklich sehr viel. Wenn ihr jetzt gewonnen habt, müsst ihr einmal aufstehen und euer Outfit wechseln. Und dann müsst ihr auf unten rechts achten, bis da eine Ladeschnecke kommt. Eine gelb-orangene. Wenn die da ist, habt ihr das gespeichert. Sonst sind eure Spiel... Ihr seht es jetzt gerade unten rechts. Sonst sind eure Spielsteine nicht gespeichert, Leute. Und wenn ihr verlieren solltet, dann verliert ihr alles. Also ihr müsst wirklich das Outfit wechseln und das so machen, dass die Ladeschnecke kommt. Denn dann sind die erst gespeichert. Und wenn ihr dann die nächste Runde macht, es nicht gespeichert habt, verliert und das Netzwerk trennt, dann habt ihr Verlust gemacht und den Gewinn nicht bekommen, Leute. Beziehungsweise ihr habt keinen Verlust gemacht, aber ihr habt den letzten Gewinn nicht bekommen. Und damit, Leute, könnt ihr wirklich viel Geld machen. Ihr macht es einfach, Leute, maximalen Einsatz, so wie ich gerade. Jetzt habe ich wirklich den maximalen Einsatz gemacht. Einfach wirklich riskieren, denn ihr könnt nicht verlieren. Also, Leute, immer maximaler Einsatz, immer alles raufhauen. Wenn ihr verliert, dann die Netzwerkeinstellung trennen, das ist ganz wichtig. Wieder in den Story-Modus, vom Story-Modus wieder in GTA Online und dort dann wieder 3-Card-Poker spielen. Und das könnt ihr wirklich die ganze Zeit machen, Leute. Das ist ein Unlimited Solo Money Glitch, mit dem ihr wirklich richtig viel Geld in kurzer Zeit machen könnt. Und ja, ich würde euch jetzt auch noch zeigen, wie ihr ganz einfach das wieder eintauscht. Also die Coins in echtes GTA-Geld. Und zwar geht ihr dann einfach wieder zum Kassierer und dann gönnt ihr euch dieses Geld, was ihr gewonnen habt. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert auf jeden Fall den Kanal, aktiviert die Glocke, teilt diesen Kanal an alle eure Freunde. Ich bin jetzt raus, haut rein und ciao, Leute.